Ein turbulentes Bayern-Jahr liegt hinter uns. Hier der Bayern-Jahresrückblick in 100 Sekunden. Manuel Neuer brach sich im Januar das Bein und fiel für insgesamt über 10 Monate auf. Nachfolger wurde für 9 Millionen Euro Jan Sommer. Im Februar kam es dann zum großen Bayern-Knall, die Trennung von Toni Tapalovic sorgte für Aufmerksamkeit. Dazu kam natürlich auch noch dieses Interview von Manuel Neuer, was hohe Wellen und Unruhe in den Club brachte. Damit aber nicht genug. Im März wurde dann Trainer Julian Nagelsmann entlassen. Fortan übernahm dann Thomas Tuchel das Amt. Doch so richtig, da lief es nie unter Tuchel. Man verliert gegen Freiburg im Pokal, man fliegt gegen Manchester City raus. Und der Trainer hatte bereits Kritiker. Doch diese verstummten, als Musiala in der 89. Minute den FC Bayern München zur deutschen Meisterschaft schoss. Direkt nach dem Spiel aber der nächste Paukenschlag. Hasan Salihamidžić und Oliver Kahn wurden entlassen. Doch der neue Bayern-CEO konnte dann im August tatsächlich Harry Kane an Bord holen. Für über 100 Millionen Euro spielt er seither in der Landeshauptstadt. Im Oktober, da war auf einmal Jerome Boateng wieder mal im Bayern-Training. Er sollte eigentlich Teil der Mannschaft werden, jedoch wurde daraus nichts. Also ging ein personell schwaches Bayern dann ins DFB-Pokal und dort scheiterte man gegen den Drittligist Saarbrücken. Jedoch gab es im November auch noch positive Nachrichten zu vermelden. Manuel Neuer, er kehrt ins Tor zurück, er verlängerte seinen Vertrag genauso wie Sven Ulreich und Bayern-Ikone Thomas Müller. Und jetzt gehen die Bayern in die Winterpause mit 4 Punkten Rückstand auf den Tabellenersten Bayer Leverkusen. In diesem Jahr ist man zweimal aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Hat aber dafür mit Harry Kane einen waschechten Top-Stürmer verpflichtet. Wie fandet ihr das Jahr? Eure Meinung in die Kommentare.